Ja, aber Fragen, bitte. Fragen sind erlaubt. Ach nein, das ist, ja, ist vorbei, klar. Nein, wir konzentrieren uns auf das Spiel natürlich jetzt gegen FSV, weil es sicher schwierig wird. FSV ist jetzt in den beiden Spielen gut rausgekommen ist aus den Startlöchern, auch gefestigter wirkt. Man muss auch sagen, das eine, das 4-0 in der Vorrunde war auch nicht so klar, wie das Ergebnis das ausgesagt hat, sondern da haben wir auch Schwierigkeiten gehabt. Wir haben in der entscheidenden Situation die Tore gemacht, aber so einfach war das auch in dem Spiel nicht. Ich glaube, dass sie jetzt eben noch stärker geworden sind. Auch durch die Neuzugänge, die sie verpflichtet haben, haben sie sicher ein gutes Händchen gehabt. Und dementsprechend wird das natürlich, denke ich, auch ein enges Spiel werden. Und das sage ich nicht einfach, weil ich ein Understatement machen will, sondern weil ich davon überzeugt bin. Da müssen wir vieles abrufen, um das Spiel auch für uns zu entscheiden. Was die Aufstellung anbelangt, mit der Frage, dann, wie wir spielen werden. Ich habe nicht vor, groß was zu ändern, weil Pirmin aus meiner Sicht natürlich nicht so weit sein kann. Ich werde jetzt erst einmal im Training dann teilnehmen, aber auch immer noch mit Handbremse. Dementsprechend wird er sicher nicht für die ersten 11 zur Verfügung stehen. Und ansonsten habe ich jetzt nicht groß vor, zu wechseln. Wie sieht es bei Martin Amedic aus? Und Sie sagten jetzt für die erste 11, Sie meinen für die erste 18, oder? Naja, ich sag schon, wenn ich was sage, dann meine ich schon so. Gut. Ja, das könnte sein, also wenn der ersten 18 dabei ist, das könnte sein. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Ja, ja. Aber das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Und Mo? Mo hat jetzt zweimal Viertelstunde jeweils gespielt. Ist der soweit jetzt aus Ihrer Sicht? Ja. Ist eine Überlegung dann, ob man da was macht, ob man eventuell was ändert. Wobei ich mit Jimmy zufrieden war. In den Spielen. Weiß ich noch nicht. Bei Amedic sieht es wie aus? Amedic habe ich jetzt noch kein grünes Licht von der ärztlichen Abteilung. Das steht auch noch nicht fest. Was ist denn beim FSV anders geworden? Oder ist die Spielweise anders geworden durch den Amri und den Wiczanski vor allem? Ja, sie spielen jetzt im klaren 4-4-2, so wie sie jetzt die letzten Spiele gespielt haben. Das ist eine Änderung. Natürlich mit Amri, der über die rechte Seite immer wieder durch seine Schnelligkeit aufgefallen ist jetzt, auch das Tor gemacht hat, sicher variabler geworden. Also die zwei tun ihnen gut. Ne? Und Benno kenne ich ja ganz gut, hat immer Ordnung in seinen Mannschaften drin. Von daher sind sie geordnet, aber die waren vorher unter Beusen auch geordnet, also so ist es nicht. Die haben auch auswärts mehr Punkte geholt wie zu Hause. Also von daher sind wir schon gewarnt. Glauben Sie denn, dass dieses Spiel von Düsseldorf der Mannschaft, weil sie relativ gut gespielt hat, eher einen Schub gegeben hat oder durch dieses späte Tor eher einen Knacks? Oder hast du auch keine Auswirkungen? Ja, was ich glaube, dass wir schon immer davon gesprochen haben, dass wir ein bisschen zu lasch ist das Ganze, ja, auch im Umfeld. Ich glaube, das Spiel hat dazu beigetragen, dass man wirklich nur enger zusammenrückt, dass die Fans auch sicher gespürt haben, nicht nur die dabei waren, sondern die auch vom Fernseher waren, dass die Mannschaft unbedingt will, dass sie das Ziel erreichen will. Ob man es dann schafft, ist eine andere Frage, aber das Wollen ist da. Und ich glaube, dass zwei Spiele dann auch dazu beitragen, dass man eben noch eher zusammenrückt. Wenn
Was gab es denn spielerisch am Montag noch zu kritisieren? Hauptsächlich das Spiel nach vorne hätte noch ein bisschen zielstrebiger. Ja, das ist nicht immer so Spagat. Natürlich zielstrebiger, was man immer sagt. Aber du musst natürlich auch aufpassen, dass du nach hinten nichts zulässt und nicht dann dich nur auskontern lässt. Von daher ist das immer eine Sache der Disziplin. Natürlich, im letzten Drittel hätten wir schon konsequenter dann sein können, das Ding auch richtig auszuspielen. Da waren wir ein bisschen fahrlässig. Aber wir waren natürlich auch nicht mit 5, 6 Mann vor dem Ball, was wir öfters mal sind, sondern das wollten wir auch nicht. Sondern wir wollten eben diszipliniert nach hinten stehen und uns eben nicht auskontern lassen. Das ist immer dieser Spagat, den du hinkriegen musst. Und dementsprechend nach vorne noch müssen wir natürlich gefährlicher werden, aber insgesamt hat die Mannschaft das wirklich gut umgesetzt, was wir vorher besprochen hatten, was ja nicht immer der Fall ist. Ne? Und nach hinten, Herr Fee, also nach dem Spiel, vor allem jetzt in Düsseldorf, das hat richtig gut funktioniert. Sind Sie da dran gewünscht? Läuft ganz gut. Und der Heiko tut uns sicher gut auf der linken Seite, weil er eben auch einer ist, was ich immer gesagt habe, wo man mehr reden muss, mehr führen muss. Von hinten raus kann man natürlich immer besser führen, weil du das ganze Spiel vor dir hast. Dementsprechend tut er uns gut, oder Schildenfeld auch gut aus meiner Sicht, der jetzt auch verbal zu hören ist. Den höre ich jetzt auch mal, auch wenn 40.000 Zuschauer da sind, das ist ein gutes Zeichen. Und das ist auch Konzentrationssache. Wir müssen hoch konzentriert sein, das ist so. Und das waren wir gegen Düsseldorf, das müssen wir jetzt wieder sein. Wir haben jetzt noch 13 Spiele, das müssen wir hinkriegen, dass wir alle 13 Spiele hoch konzentriert sind. Was hat denn der Schildenfeld, der ja auch oft kritisiert worden ist, was hat der vielleicht geändert? Also anscheinend hat irgendwie Einstellung oder weiß ich nicht. Haben Sie da was bemerkt? Fragen Sie ihn selber. Ja, nee, aber hätte ja sein können, dass Sie als Trainer gemerkt haben, Mensch, der weiß jetzt. Ja, ich weiß halt auf diese Dinge immer hin, wo er sich verbessern kann. Das sage ich jedem Spieler, wo er sich verbessern kann. Ich sage aber, wo er gut ist. So ist es nicht. Ich kritisiere nicht immer nur. Und diese Dinge versucht er umzusetzen, indem er eben auch sagt, dass er die Mannschaft verbal aufführt. Das hat er nicht getan in der Vorrunde, das macht er jetzt. Und das hat er geändert. Sonst privat weiß ich es nicht. Aber wird der Vater jetzt wieder? Wird der Papi wieder? Aber die wollen heutzutage immer alle dabei sein, ne? War bei mir früher nicht so. Ich bin zweimal Vater geworden, war ich zweimal gespielt gehabt. Da war ich weg. Die Frau war froh. Nein, die hat mich gern dabei gehabt. Ich war froh, dass ich Spiele gehabt habe. Kann das jetzt mal sicher sein, ist das ein Hinweis darauf? Nee, also haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Aber meine Jungs sind auch groß geworden, ohne dass ich jetzt dabei war. Ne? Und anständige Kerle geworden. Vielleicht auch deshalb. Was erwarten Sie stimmungsmäßig von dem Derby? Dass wir ein Heimspiel haben. Das hat man im Vorspiel auch schon, ne? Ist klar. Auswertung noch mal ein Thema seitdem? Oder? Nein, gar nicht. Haben wir nicht mehr darüber gesprochen jetzt. Möchte ich auch nicht mehr, weil sonst ist das zu viel. Erwarten oder erhoffen Sie sich von dem Wochenende schon den einen oder anderen Ausrutscher bei der Konkurrenz oder befürchten Sie, dass Sie alle marschieren? Also wir müssen unsere Hausaufgaben selber machen, das alles, ne? Können wir nicht beeinflussen. Noch weitere Fragen? Das ist nicht ich möchte so. Meinen Kollegen vorstellen kurz. Rainer Adrian kennt jeder. Freut mich, dass er da ist. Hat hier zufällig da ist. Er ist zufällig da. Trainersitzung hat hier. Wir haben ja früher zusammengearbeitet in Stuttgart. Also die ganzen Talente hat er eigentlich eher groß gemacht und ich bin dafür gefeiert worden dann, ne? Rainer. Ja, wir waren ein gutes Trio. Stimmt.